Hallo, hier ist Thorsten von Voxhorn. Heute zeige ich euch, wie man den Vorbau an einem Fahrrad tauscht. Wir machen das an diesem Rad. Da ist ein starrer Vorbau montiert. Ich möchte in einen Variablen tauschen. Als Werkzeug brauchen wir dafür einen Drehmomentschlüssel. Und für die Demontage haben wir hier den Y-Schlüssel von Voxhorn. So, als erstes lösen wir den Lenker vom Vorbau. Dafür entferne ich die Platte. Jetzt die Kappe gleich ab. So. Jetzt müssen wir den Vorbau entfernen. Wir entfernen erst die Kappe. Schrauben des Vorbaus. So, jetzt kann ich alles komplett abnehmen. Jetzt entfernen wir die alten Spacer. Das einmal 10 mm und 3,5 mm. Den 10 mm tausche ich mit der Klingel aus. Dann kommen die Voxhorn Spacer drauf. 3x5 mm, dann stimmt die Höhe wieder. Und dann kommt der neue Vorbau. Jetzt demonstriere ich euch mal, wie man durch das Umbauen der Spacer die Vorbauhöhe variieren kann. Nun mal zwei Fünfer weg, stecken die oben drüber. Wichtig dabei ist, dass ihr immer ein bisschen Überstand habt vom Spacer oder Vorbau, damit ihr nachher mit der Headkappe das Steuersatzspiel einstellen könnt. Ganz wichtig ist, dass ihr die Drehmomentangaben einhaltet. Am Gabelschaft sind das 9 bis 10 Newtonmeter und an der Lenkerklemmung 5 bis 6 Newtonmeter. Also müsst ihr unbedingt einen Drehmomentschlüssel verwenden. Wenn ihr den nicht habt, immer zum Fachhändler. So, setzen wir die Kappe auf. Das ist auch wieder eine Voxhorn-Kappe, passend zum Vorbau. Als nächstes montieren wir den Lenker. Am Lenker sind Markierungen, damit ihr den mittig ausrichten könnt. Dann die Schrauben. Die könnt ihr am besten in Fett tauchen. Umso besser lassen sie sich später wieder lösen. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass das Spaltmaß oben und unten beim Vorbau ungefähr gleich ist. Jetzt muss ich den Vorbau ausrichten, mittig, ziehe ich die Kappe ein bisschen an, stelle ich schon ein bisschen eigentlich den Steuersitz mit ein. Den kontrolliere ich nachher auch nochmal. Der Vorbau steht jetzt auf 40 Grad, ich möchte ihn gerne auf 20 stellen. Ich löse mit dem 5er Inbusschlüssel die Schraube, jetzt steht er auf 30, auf 20, es rastet auch leicht ein, ziehe die Schraube an. Dadurch, dass ich den Vorbau flacher stelle, ändert sich die Position des Lenkers. Diese Schraube muss mit einem Drehmoment von 17 bis 18,5 Newtonmeter angezogen werden. Den Drehmomentschlüssel habe ich schon bereitgelegt. Drehmoment ist richtig eingestellt. Ich ziehe die Schraube jetzt an. Jetzt habt ihr das Knacken gehört. Das Drehmoment stimmt. Jetzt stelle ich den Vorbau zum Vorderrad gerade. Das mache ich nach Augenmaß. Ich ziehe die Bremse. Dann kann ich mich gleichzeitig in den Steuersatz einstellen. Der hat noch Spiel. Ziehe ich jetzt die Schraube der Headkappe an, um die Gabel nach oben zu ziehen. Ist jetzt spielfrei. Bewegt sich alles gut. Jetzt muss ich zum Abschluss nur noch die Schrauben für die Gabelschaftklemmung anziehen. Da ist das Newtonmeter mit 9 bis 10 angegeben. Den Schlüssel habe ich schon voreingestellt. Passt. Passt auch.